Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei den Moon SH News am Samstag, dem 12. April. Islamabad. Der Führer des radikal-islamistischen Bündnisses Mujahida Majlis-e Amal, Qazi Hussein Ahmad, hat sich heute selbst zum Präsidenten Pakistans ernannt und erklärte, dass der ehemalige Präsident Pakistans, Pervez Musharraf, festgenommen sei. Trotzdem befindet sich das Land weiterhin in einem bürgerkriegsähnlichen Zustand. Und es kam landesweit zu Zusammenstößen zwischen den Gruppierungen. Es erreicht uns gerade eine wichtige Meldung. Der Geheimdienst von Katar hat heute vermehrte Flottenbewegungen der US Navy sowie deren Verbündete registriert. Es liegt der Verdacht nahe, dass die USA ohne Zustimmung der UN agieren wollen. Katar äußerte sich empört über diesen Alleingang der USA. Laut Katar wird durch das Vorgehen der USA der Machtverlust der UN weiter herangetrieben. Auch heute, am zweiten Tag der UN-Konferenz, fand sich der Hauptausschuss I für Abrüstung und internationale Sicherheit zur Debatte zusammen. Der für heute vorgesehene Tagesordnungspunkt Verhinderung eines militärischen Wettrüstens im Weltraum sorgte für eine lebhafte Debatte. Die Vereinigten Staaten von Amerika wurden stark kritisiert. Also die amerikanischen Staaten haben in der jüngsten Vergangenheit immer wieder militärische Ansprüche im Weltraum bekundet. Diese imperialistischen Ansprüche kann die restliche Staatengemeinschaft nicht durchgehen lassen. Und insbesondere Kuba wird ja stark von den amerikanischen Staaten bedroht und sieht sich deshalb genötigt, sich eindeutig für eine friedliche Nutzung des Weltraums auszusprechen und nur eine friedliche Nutzung. Die Delegierten der Vereinigten Staaten von Amerika standen der Kritik jedoch eher gelassen gegenüber. Die Vereinigten Staaten von Amerika sehen diese Kritik nicht an sich wirklich als wichtig, ist eher belanglos. Wir sind ziemlich zuversichtlich, dass wir die etwas schwachsinnigen Meinungen von Kuba ziemlich schnell wieder korrigieren können. Die Debatte zu diesem Thema musste unterbrochen werden, da der vom Hauptausschuss I vorgelegte Resolutionsentwurf zur Kontrolle von internationalen Geldströmen zur Bekämpfung des Terrorismus keine Zustimmung bei der Generalversammlung fand. Der Hauptausschuss I legte nach einigen Veränderungen den Resolutionsentwurf erneut der Generalversammlung vor. Im größten Gremium der Vereinten Nationen wurde die Debatte zum Thema effektives Krisenmanagement bei humanitären Hilfen und Naturkatastrophen fortgesetzt. Außerdem hat sich die Generalversammlung erneut mit dem Resolutionsentwurf aus dem Hauptausschuss I beschäftigt. Auch heute befasst sich die Generalversammlung wieder mit dem Resolutionsentwurf Belgiens bzw. Norwegens, der weitreiche Kompetenzen der UNO für eine effektivere Hilfe bei humanitären Krisen vorsieht. Die Diskussion wurde allerdings vielfach unterbrochen. Auch der vom Hauptausschuss I überarbeitete Resolutionsentwurf hatte Vorrang. So ist das Papier nicht mehr effektiv genug. Wir haben Ihre Wünsche erfüllt, natürlich, weil man die Souveränität der einzelnen Staaten schützen muss. So aber ist alles auf freiwilliger Basis. So könnte das Gremium auch die Terroristen bitten, freiwillig mit dem Terrorismus aufzuhören. Wieso eigentlich nicht? Schlussendlich wurde der veränderte Entwurf zur Kontrolle von internationalen Geldströmen zur Bekämpfung des Terrorismus aber trotzdem angenommen. Dieser garantiert die Souveränität der Staaten, fordert aber die Gründung einer internationalen Arbeitsgruppe zur Kontrolle von Geldwäsche und dem Terrorismus unterstützenden Aktivitäten. Eine weitere beschlossene Resolution sorgte für einen außerordentlich erfolgreichen Tag in der Generalversammlung. Bereits gestern berichteten wir von Norwegens und Belgiens Resolutionsentwurf für eine bessere Koordinierung der humanitären Hilfe. Heute wurde diese Resolution deutlich verabschiedet. Aber letztlich ist der Kern dieser Resolution erhalten geblieben. Ein Erfolg nicht nur für Belgien, sondern auch als ein Erfolg für die Vereinten Nationen. Die Kommission für Friedenskonsolidierung brachte einen Resolutionsentwurf zur Situation in Somalia auf den Weg. Die KfK äußerte sich tief bestürzt über die anhaltende humanitäre Katastrophe und ist alarmiert über die Dauer des Konflikts. Des Weiteren billigte der Sicherheitsrat die Resolution der Kommission für Friedenskonsolidierung über die Failed States. Bis auf die Enthaltung Perus und den beiden Gegenstimmen von Ghana und Kongo stimmten alle Mitglieder des Sicherheitsrates dafür. Meiner Meinung nach einige Punkte verbesserungswürdig waren. Es waren viele unkonkrete Bezeichnungen dabei, einige Rechtschreibfehler. Die Kommission 1 für Bevölkerung und Entwicklung diskutiert seit dem gestrigen Tag über die Förderung der Rechte der Frau und hat heute eine Resolution verabschiedet, die Frauen einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung, politischer Macht, wirtschaftlichen Ressourcen und der Gesundheitsversorgung ermöglichen soll. Genau jetzt werden
werden Frauen diskriminiert und genau jetzt werden sie misshandelt und getötet. Das heißt, jetzt müssen wir auch handeln. Das war nur eine der Forderungen, die Amnesty International in der Kommission 1 bekannt gab. Die Delegierten der 25 anwesenden Länder diskutierten über die Förderung der Rechte der Frauen, wobei anfangs starke Diskrepanzen zwischen den westlichen Ländern und den arabischen Staaten mit China zum Vorschein traten. Auslöser dafür waren unter anderem eine Aussage Libyens, die mehr Geld für das Militär als für die Förderung der Rechte der Frauen ausgeben. Libyen bräuchte außerdem 25 Jahre für die Förderung der Bildung der Frauen. Die Vereinigten Staaten von Amerika wollen den Prozess aber drastisch verkürzen. China hingegen nannte westliche Hilfe einen westlichen Imperialismus, doch Libyen spüre keinen Druck aus dem Westen. Die Vereinigten Staaten von Amerika warfen dem Osten vor, sich vor dem Westen und dessen finanzielle Unterstützung zu verschließen. Deswegen solle man besonders die finanzielle Hilfe für Bildung annehmen, was auch die Delegierte von Timor-Leste begrüßte. Libyen jedoch warf den Vereinigten Staaten von Amerika vor, sich einzumischen. Der südamerikanische Staat Chile hatte dazu eine sehr prägnante Meinung. Anschließend verabschiedete das Gremium einen Resolutionsentwurf, welcher vom Wirtschafts- und Sozialrat gebilligt wurde. Dieser verpflichtet alle Staaten, jetzt Maßnahmen zur Förderung der Rechte der Frauen zu ergreifen und denen der Männer anzupassen.